Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine kleine App-Empfehlung für euch, und zwar für die Android-User. Es geht dabei um die DSLR Caster Free. Das ist eine App, die seinerzeit mal in einem Facebook-Forum eingestellt wurde, und der Entwickler bat die Fotografen, seine App mal zu testen, mal ein Feedback zu geben. Ich habe mich dem angeschlossen, habe mir die App auch mal runtergeladen und fand sie von Anfang an richtig cool. Mittlerweile bietet die App sogar einen USB-Support. Das heißt, ich kann auch on location via USB-Kabel mit der App arbeiten. Das heißt, nicht unbedingt über WLAN, was mein Akku an der Kamera natürlich extrem schont. Und die App bietet für mich persönlich einen ganz, ganz großen Vorteil. Sie blendet die Bilder, die aufgenommenen Bilder, direkt ein, ohne dass ich irgendwas drücken muss. Das nennt sich bei der App Party-Modus. Ursprünglich hatte der Entwickler den Grundgedanken, eine App zu entwickeln, um vor Ort auf Veranstaltungen, Events, whatever, einfach die Möglichkeit zu bieten, Bilder von der Kamera via Chromecast auf einen Fernseher abspielen zu können, sodass Besucher, Kunden auch die Bilder direkt am Fernseher sehen. Ich missbrauche diese App ein Stück weit und nutze sie für die Bildkontrolle am Tablet, on location oder im Studio. Und wie gesagt, sie bietet für mich halt die Option, ich kann USB nutzen, was für mich halt interessanter ist wie WLAN. Aber das ist eine persönliche Einstellung, und sie bietet mir halt die direkte Einblendung der aufgenommenen Bilder. Bei anderen bekannten Apps der Kamerahersteller musste ich jedes Mal wieder auf Play drücken. Ich musste nach jedem Bild wieder vorspulen bzw. das nächste Bild anklicken. Und diese App macht das einfach von sich aus. Und das ist einfach genial. Die groben Eckdaten des DSLR Casters Free sind Verbindung über Wi-Fi oder USB, Anzeigen aller Bilder in einem übersichtlichen Raster. Die App lädt sowohl JPEGs als auch RAW-Dateien in der Detailansicht. Ich kann über die App direkt in andere Social Medias teilen, wie Facebook, WhatsApp und so weiter. Ich kann auch die kompletten Dateien direkt von der Kamera auf das Tablet laden oder auf Smartphone. Ich habe sogar die Möglichkeit, die Kamera auszulösen, was für mich persönlich jetzt bei dieser App uninteressant ist, aber sie kann es. Ja. Zurzeit läuft die App nur mit einigen ausgewählten Canon-Kameras, aber so der Entwickler, ein Update für Nikon ist für Ende März bis Ende April 2016 in Planung. Ja, auch ganz interessant, damit man halt auch als Nikon-User quasi diese App nutzen kann. Also es soll auf alle Fälle ein Update kommen. Zurzeit nur für Android-User. Ob es für iPhone auch kommt, steht in den Sternen, ist noch nichts bekannt. Anbei habe ich jetzt euch noch ein paar Beispielbilder oder ein kurzes Video, wo man ganz gut sieht, wie diese App on location funktioniert bzw. mal einen Eindruck gewinnt. Hier sehen wir mal die App in Aktion direkt am Set, wo der Fotograf sie als Bildkontrolle nutzen kann bzw. er sie einfach dem Model zur Verfügung stellen kann, um zu sehen, wie das Model wirkt, und so das Model auch einen ersten Eindruck bekommt. Den Link zur App schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein, und dann könnt ihr euch ja die App mal anschauen, und vielleicht hinterlasst ihr auch mal das eine oder andere Kommentar, mit welcher App ihr so arbeitet bzw. ob ihr den DSLR Freecaster mal ausprobiert habt und wie er euch gefällt. In diesem Sinne, bis demnächst.